Hallöchen, ihr Lieben. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir euch heute etwas Neues vorstellen dürfen hier im Quick and Dirty Verkostungsvideo im Whiskyhort in Oberhausen. Mitgebracht haben wir euch eine neue Abfüllung von Glen Scotia, 12 Jahre alt, Limited Edition Cask Strength. Und zwar aus Heavily Charred and Oloroso Cask. Klingt nach einer spannenden Mischung. Hat auch eine, wie ich finde, ansprechende Farbe. Aber das ist ja nicht alles, was zählt. Deshalb ab mit dem Deckel rein ins Glas und die Nase dran. Das klappt schon mal deutlich besser als bei einem anderen Whisky, den ich unlängst geöffnet habe. Ein beherzter Griff und der Korken war ab. Gut, der stand auch schon was länger. Der hier ist ganz frisch bei uns. Und ich muss ja gestehen, Glen Scotia habe ich so richtig lieb gewonnen im Laufe der letzten 2, 3 Jahre. Waren ein paar sehr interessante Abfüllungen dabei, sowohl bei den Standards als auch Single-Cask-Abfüllungen. Immer wieder überraschend lecker. Von daher bin ich echt auf diese jetzt gespannt. Boah. Krass. Also die erste Nase ist schon mal, sagen wir so, mich hat er schon. Wenn ich es nicht vorher auf der Packung gelesen hätte, man kann es riechen, dass es Oloroso ist. Es ist halt ein wenig trockener in der Nase, es ist nicht so überbordend süß wie PX. Und es hat so eine schöne, nussige Grundnote. Dazu kommt so der erste Schwall, ist richtig tief, richtig komplex. Das verfliegt dann auch. Wenn er anfängt sich zu öffnen, wird es etwas leichter. Aber es bleibt diese Olorose-Note. Es sind alte Möbel dabei, die vor langer Zeit mal poliert wurden. Handvoll Rosinen mit dabei. Altes Leder kommt durch. Also ganz ehrlich, wenn ich den so rieche, blind hätte ich den, glaube ich, älter als 12 Jahre geschätzt. Ganz hinten raus blitzt was Feinfruchtiges auf. Und weil sich es nur so kurz andeutet, lässt es sich für mich im Moment etwas schwer packen. Irgendwas Bäriges hinten raus. Richtung Erdbeere. Noch nicht ganz reif. Macht einen runden Eindruck. Tja. Geht nichts über eine Geschmacksprobe. Slange. Lecker. Auch hier im Mund richtig schön die Oloroso-Note. Kommt ein bisschen was Mineralisches dazu. Wer hat als Kind mich schon mal an einem Stein geleckt? So ein bisschen in die Richtung geht's. Auch hier altes Leder.
Eine ganz, ganz verhaltene Süße. Die Rosinen sind noch ein bisschen spärlicher geworden als in der Nase. Die Beerennote, die ich gerade gerochen habe, nehme ich im Mund gar nicht mehr wahr. Der wirkt einfach noch reifer, noch komplexer. Alkohol sehr gut eingebunden. Da hatte ich noch kein Wort drüber verloren. Der ist fast stark. Ihr habt es in der Nahaufnahme sicherlich gesehen. 54,7%. Und der ist super trinkbar. Richtig feines Ding. Ist auf jeden Fall was für Sherry-Liebhaber, wenn die nicht gerade auf PX stehen. Durch die schwer ausgetoasteten Fässer kommt so eine ganz leicht rauchige Note mit rein. Nimmt man am ehesten in Richtung Abgang wahr, finde ich. Rundet das Ganze aber schön ab. Passt hervorragend ins Bild, ist nicht zu dominant, ist kein Torfrauch, sondern wirklich dieser Holzrauch im Kaminfeuer. Ganz hervorragend. Ich hatte mich drauf gefreut, gestehe ich, und meine Vorahnung, mein Hoffen wurde mehr als übertroffen. Das ist ein schönes Ding, gefällt mir sehr, sehr gut. Für 79,90 trennen wir uns von jeder einzelnen Flasche. Aber ich glaube, wir müssen erstmal noch was nachbestellen, weil ich kann mir vorstellen, auch euch wird der gut gefallen, so dass er hier nicht lange halten wird. Besser, man legt sich davon noch was zur Seite, denn der schmeckt. Soweit so gut für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht euch noch einen schönen Tag, gießt euch was Feines ein. Und wenn ihr gesund bleibt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao.